Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist schon ein bisschen überraschend, was alles im Zusammenhang mit der Buchpreisbindung hier aufgerufen wird. Dazu werden wir heute nicht mehr abschließend kommen, insbesondere nicht zu den Freihandelsabkommen. Da fehlt uns schlichtweg die Zeit für. Ich bin überzeugt, am Samstag, den 23. April, haben vor allen Dingen Buchhändler, Verleger, Bibliotheken und Schulen an den UNESCO-Welttag des Buches gedacht, aber wahrscheinlich weniger an die Freihandelsabkommen. Kulturgut ist schutzwürdig. Und ich glaube, darin sind sich wenigstens alle diejenigen, die gerne Bücher lesen, einig. Der Feiertag, meine Damen und Herren, findet ja nicht ohne Grund am 23. April statt. Es ist der Todestag zweier bekannter Schriftsteller, nämlich des Engländers William Shakespeare und des Spaniers Miguel de Cervantes. Die haben im 16. und im 17. Jahrhundert gelebt. Ich bin mir sicher, mit der Idee der Buchpreisbindung hatten die noch nichts am Hut. Der Buchdruck war gerade erst erfunden. Und heutzutage gibt es dennoch in Spanien, wie auch in Deutschland, in Frankreich, Griechenland, Italien, Norwegen, Portugal und Österreich eine solche Buchbindung. Zwei deutsche Schriftsteller haben im 19. Jahrhundert die Einführung des Buchpreises im Dreikaiserjahr 1888 aber miterlebt. Theodor Storm hat in diesem Jahr den Schimmelreiter veröffentlicht und Theodor Fontane Irrungen und Wirrungen, ein Buch, das ich Ihnen vielleicht mal empfehlen würde. Nach ihrer Geburt überdauerte die Buchpreisbindung zwei Weltkriege, zwei Kartellrechtsreformen und die gegen sie gerichteten Verfahren der EU-Kommission um die letzte Jahrtausendwende. Seit 2002, meine Damen und Herren, ist die Buchpreisbindung wieder gesetzlich verankert. Wie Sie sehen, die Buchpreisbindung hat im deutschen Recht, hat in Deutschland eine lange Tradition. Mit dem heutigen Gesetz wollen wir dies fortführen und Sie auf die modernen elektronischen Bücher, auf die E-Books erweitern. Außerdem knüpfen wir an das Merkmal des Verkaufs an Letztabnehmer ausdrücklich an. Lassen Sie mich erklären, warum die Buchpreisbindung für diese Fälle gerechtfertigt ist, in anderen Fällen wiederum nicht. Zunächst der Zweck der Buchpreisbindung. Die Buchpreisbindung soll einen leistungsfähigen Markt für Verlagserzeugnisse, also Bücher, Musiknoten und ähnliche Verlags- oder buchhandelstypische Produkte, gewährleisten, dass es ein leistungsfähiger Markt ist. Außerdem soll sie das Buch als Kulturgut und als Kulturmedium sicherstellen. Die Buchpreisbindung verhindert den Wettbewerb unter den Händlern, eine Einschränkung, die wir nur in ganz wenigen Bereichen in unserem Rechtssystem gewähren. Verlage geben einen einheitlichen Preis für ein Buch vor. Von diesem Preis darf ein Händler bis auf wenige Ausnahmen weder nach oben noch nach unten abweichen. Für mich als Ordnungspolitiker ist das natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Die Buchpreisbindung führt zu einer Beschränkung des Wettbewerbs. Es gibt jedoch einen sehr großen, allgemein anerkannten kulturellen Nutzen. Die Buchpreisbindung fördert eine große Buchauswahl in Deutschland und auf dem europäischen Markt. Kulturell wertvolle Bücher können bei uns zu erschwinglichen Preisen für alle Bevölkerungsgruppen erscheinen. Es gibt in Deutschland eine Fülle von kleinen und mittleren Verlagen. Und schließlich werden wir durch ein Netz von Buchhandlungen und Büchern vor Ort versorgt, und das nicht nur in großen Städten, sondern auch in der ländlichen Region. Den Vorteil der Buchauswahl wollen wir auch bei den E-Books bewahren. E-Books sind in den letzten Jahren zum Austauschprodukt für gedruckte Bücher geworden. Schon bisher unterliegen sie faktisch eigentlich der Preisbindung. Damit nehmen wir jetzt also durch eine gesetzliche Regelung nur eine Klarstellung vor. Diese bringt Rechtssicherheit für die Verlage und Rechtssicherheit für den Handel. Außerdem soll die Buchpreisbindung nicht mehr abhängig sein vom Kriterium des nationalen Buchverkaufs. Bisher galt die Buchpreisbindung nur für Verkäufe in Deutschland. Probleme bestanden bei einem Verkauf über das Internet aus dem Ausland an Kunden in Deutschland. In diesen Fällen war nicht klar, ob es sich um einen nationalen Buchverkauf handelt oder nicht. Das ändern wir. Wir schaffen eine Regelung mit Rechtssicherheit, die beim Verkauf an Abnehmer in Deutschland ansetzt. Dadurch werden die Unklarheiten beseitigt.
Wir wollen jedoch den Schutz bei der Buchpreisbindung nicht überstrapazieren, und der Kollege Ilgen hat schon darauf hingewiesen. Es bleiben daher einige an uns herangetragene Änderungswünsche der Branche erfolglos. Ein Wunsch war es beispielsweise, auch die Kalender der Buchpreisbindung zu unterwerfen. Ich sehe da keine wirkliche Ähnlichkeit mit Büchern. Es hat mehr eine künstlerische, ästhetische Bedeutung und aus meiner Sicht eher mit Drucken, mit Postern oder mit Fotografien zu vergleichen. Ein weiterer Wunsch, unter anderem vom Bundesrat, war es, Verkaufsmaßnahmen zu verbieten, die die Buchpreisbindung unterlaufen. Ein solches Verbot halten wir, meine Damen und Herren, nicht für notwendig. Denn die Buchpreisbindung selbst verbietet schon den Preiswettbewerb zwischen den Händlern. Zudem haben die Gerichte in vielen Entscheidungen alle Maßnahmen, die das Ziel hatten, die Buchpreisbindung zu umgehen, für unzulässig gehalten. Darüber hinaus wollen wir Unternehmen nicht in ihrer unternehmerischen Freiheit beschränken. Werbemaßnahmen, die mit der Buchpreisbindung vereinbar sind, müssen zulässig bleiben und sind ein zulässiges Instrument. Schließlich halten wir auch eine Regelung nicht für notwendig, die Bücher ohne ISBN-Nummer von der Buchpreisbindung ausnimmt. Das wurde in einer Petition, die derzeit im Petitionsausschuss beraten wird, gefordert. Der Petent wollte durch diese Petition erreichen, dass Hobbyautoren ihre Bücher unabhängig von der Buchpreisbindung verkaufen können. Das ist bereits, meine Damen und Herren, schon jetzt erlaubt. Die Buchpreisbindung gilt nicht für Schriften, die Sie alle im Selbstverlag von zu Hause aus auf den Weg bringen. Meine Damen und Herren, wir haben gesehen, dass die Buchpreisbindung auch im Jahr 2016 noch ihre Berechtigung behält. Daher ist es sinnvoll, eine gesetzliche Klarstellung für die E-Books in das Gesetz aufzunehmen und sie an den Verkauf an Abnehmer in Deutschland auszurichten. Wir stellen uns damit auch gegen eine schlanke Bestsellerkultur, und es schützt Titelvielfalt in Deutschland, alte Literatur und neue Literatur. Nicht nur Storm und Fontane hätten es uns gedankt. Weitere Einschränkungen der unternehmerischen Handelsfreiheit sind aber nicht geboten, und deshalb nehmen wir auch hier an dieser Stelle davon Abstand. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt die Kollegin Tabea Rösner.